Hey Leute, Crimex hier, was geht, euer Paul Berger? Wir werden heute gemeinsam auf Crazy Ideas That Actually Exist reagieren. Also auf Deutsch übersetzt, auf verrückte Ideen, die wirklich existieren. Leute, lasst natürlich mal ein Like und ein Abo da. Und ich würde sagen, Abfahrt mit dem Video, Leute. Religion are different. Okay, Taxis in China sind anders. Nein, ist das ein computergesteuertes? Okay, erstmal muss man da seinen Code eingeben, um einsteigen zu können. Nein. Okay, Leute, das ist krank. Dann sagst du Go und dann blitzt der los. Bro, das ist schon krass. Das ist krass, Mann. Hey, I'm Zorro. And today I'm going to show you some of the craziest. Wir kommen in der Zukunft, Leute. Das macht schon ein bisschen Angst, ne? Aber eigentlich sehr smart, weil, ja, das Ding arbeitet halt von alleine, so, ne? Also, das ist schon krass. Heftig, heftig. Alright, let's start. Needle-free injection method, used in 1967. Without hesitation, we predict a revolution in jab. No more than riddled needle. The high-pressure injector uses the guy's hospital sends the vaccine through the bowel of the skin. And you don't feel a thing. There's no need to be sterilized for every jab. No. Leute, das ist eine Injektion ohne eine Spritze. Also mit Hochdruck wird das da gegengespritzt und dann ist es drin. Das muss einen Haken haben, weil sonst müsste man ja heutzutage sich auch nicht mehr irgendwas spritzen. Das landet doch überall anders unter der Haut auch, als in der Ader. Aber ist eigentlich, wenn es klappt, wäre eine krasse Erfindung. Warum lässt er jetzt einfach eine klatschen? Real life Minecraft clothes introduced by a Spanish clothing brand. Real life Minecraft Kleidung. Das sieht schon irgendwie so surreal aus, ne? Would you try this ride? Was ist das denn? Und dann nochmal Abfahrt, Freefall Tower. Alter, das ist der krankeste Freefall Tower aller Zeiten. Motorized extra seat in Japan. Okay, auch sehr smart. Da, wo eigentlich die Türen sind, nochmal extra Sitzfläche. Weil ob das am Ende des Tages so viel bringt, eine Bank mehr. Wenn die Bahn voll ist, dann ist sie voll. Ja, die 3-4 Sitzplätze extra. Using gas to take out the wasp nest. Okay, da ist ein Wespennest. And here is an advanced method using a flamethrower. Okay. Ja, yo, Alter, eine Drohne mit Flammenwerfer eingebaut. Normal stairs are boring. Das ist zu viel für meinen Kopf, Leute. Das ist zu viel. Vor allem ist es ja nicht mal wirklich schnell. Genius roundabout sculpture in Saudi Arabia. Das sieht so aus, als würde das Pferd laufen. Krass. Das ist cool, das ist ein cooler Kreisel, wenn man da eben Kreise fährt. This company that makes ultra-realistic masks in Japan. Makes hyper-realistic masks. Krass. Das ist schon heftig. Das erinnert mich irgendwie so an, ihr habt doch bestimmt Game of Thrones geschaut, da diese,
Diese, wo die Arya Stark war, mit diesem Mann, der 1000 Gesichter oder so, weißt du? Mit dem gesichtslosen Gott. Leute, ihr kennt das doch. Oh, das ist schon echt, ehrlich, sehr realistisch. And when you're ready to travel, Macintosh can easily go along. The durable carrying case is strong and waterproof. Sie werben damit, dass man den PC so einfach einpacken konnte. Man hat einfach so ganz einen Rucksack gebraucht. Heute hast du so ein Tablet. Ja, aber zu der Zeit war das krass. Not to average fireworks. Oh mein Gott! This practical system for people with disabilities. Okay, das ist krass. Sehr, sehr nützlich für Leute, die im Rollstuhl sitzen. This is genius. Bohrer, Leute. Ein Uhrzeitbohrer ist das. Funktioniert halt aber wirklich voll krass, ne? Ey, was fackelt der da ab? Ey, der Dummkopf. Leute, wisst ihr, was das war? Das war bestimmt ein leerer Benzintank. Und wenn da normal Benzin drin gewesen wäre, würde es ja brennen oder so. Aber wenn der leer ist und da noch die Gase drin sind, dann explodiert das ja. Dann kommt da so eine Stichflamme. Safe, da war mal Benzin drin, das jetzt schon so vergast und getrocknet und so. Und deswegen. Oder irgendwas anderes Brennbares. School bus turned into krank. A moving apartment. Einfach ein Schulbus zu einem Apartment umgebaut. Oh, das sieht schon gemütlich aus. Stapling leaves to trees to make the city look greener in China. Nein. Die faken einfach die Blätter an den Bäumen. Lol. Oh, das ist eigentlich schon traurig. Also, weil die oder machen die das nur im Winter, damit es im Winter auch grün aussieht? Ich weiß nicht. Aber da so irgendwie so Plastikblätter dafür zu machen, weiß nicht. Irgendwie unnötig. Im Frühling wird es eh wieder grün. Ah, der hat das mit dem 3D-Drucker gemacht. Okay, cool. Hat schon so eine eigene Box gemacht. 3D-Drucker sind schon krass. Lol. Er gibt sich einfach als Krokodil aus. Halb Mensch, halb Krokodil. This device from the 1970s. The 1970 hot dog cooker. I guess it electrocutes the hot dogs and cooks them. Nein. Das ist ein Hotdog-Kocher aus den 70ern. Und die werden einfach mit Strom gegrillt. Bin mir sicher, dass das nicht so gesund ist oder auch gar nicht mal so nice wird. Ey, die werden einfach geprutzelt mit Strom. Das sieht ja voll eklig aus. And let's end the video with this. Wer hat das denn erfunden? US-Mexico border. Nein. Ey, krass. An der mexikanischen und amerikanischen Grenze einfach so eine Wippe. Das ist Trumps schlimmster Albtraum. Leute, das war's gewesen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis dahin, haut rein, Leute. Aircraft Mix.